Ja, das Aber stimmt. ich Nee, gebe mein Bestes. dann würde ich gerne noch mal woanders hingehen. Ja, schön. Nein, dann machen wir Susanne und Jochen und Svenja und Franziska. Machen wir das so. Wir Und werden dann auch ich mal. bin der Schatten von Svenja, okay? Du kannst es ja aussuchen. Also du kannst es dir echt aussuchen, ja. Wir machen es dann auch so mit Franziska, weil sie ja die Einzige ist, die kein Rudergerät hat. Ganz ehrlich jetzt hier, ne? Komischerweise. Nee, wir testen dann auch mal nach dem ersten Teil des Warm-ups die Skalierung, die ich gemacht habe, Burpee-Tap-Jumps, wie das passt, weißt du? Das testen wir dann Was? mal. Burpee Tap Jumps? Ja. Ach, da war was, gestern war noch was anderes, da waren Tuck Jumps drin. Ja, meinetwegen Tap-Jumps. Das ist ein Unterschied, ob Tap oder Tuck. Ja. Ich sehe es halt nicht, ich Da sehe nur müssen das wir Ziel. ganz genau sein. Ja, da ist die Franziska mal ganz, ganz, ganz exakt. Naja, also Ich finde ich hoffe, ja ich habe auch schon alles richtig geschrieben. Ja, aber da gut. wird bestimmt auch was zu finden sein. Aber es sind ja schon unterschiedliche Übungen, da hat sie ja schon recht. Jetzt halt du mir auch noch einen Rücken. Ja. Ob Tap Das oder sind die Tap. Hamburger, die halten zusammen. Was, wenn Klar. ja? Das will ich sehen. Blut ist dicker als Wasser. Als Wein, wenn dann. Fischbrötchen-Fraktion. Als Glühwein. Okay, also jetzt mal alle auf die Rudergeräte oder vor die Box. Wir machen jetzt 3 Minuten lang Erwärmung. Wir werden rudern 3 Minuten. Franziska, du kannst entweder Half-Burpee-Box-Steps machen, du kannst auch ein bisschen tauschen, dann zu Burpee-Tuck-Jumps, um das mal auszuprobieren. Ich Das mache nur kannst noch du, Burpees heute. damit Ja, es für dich nicht so langweilig wird, kannst auch mal Shuttle Runs reintun in den 3 Minuten. Also da kannst du jetzt ein bisschen frei gestalten, okay? So, warte, ich muss nur noch schnell ein bisschen hier Luft reinlassen. meine Rudergeräte sind beide besetzt. Ich Ach packe auch so, hier na dann vorne. macht ihr halt zusammen. Ja, ist schön. Dann vergnügt ihr euch zusammen. Okay, 10 Sekunden. Boah. Und los geht's. Mal hier festschneiden. Musik hätte ich auch mal ein bisschen anmachen können. Nein, mach mal weiter. Wozu hat man denn seine Angestellten? Minute dumm. I am sleepless, 30 Sekunden. baby, I am sleepless.
fucked up nonstop when you're not around, not around. Knock, knock on your door, cause I need you now, I need you now. I think about you in the middle of the night, can't live without you. In the corners of my mind, I think about you. In the middle of the night, I saw you on my right eye. Hast du da noch ein Rudergerät gefunden, Svenja? Nein, wir haben ja nur zwei. Wo warst du jetzt? Im Noch Kreis ein Training? gelaufen. Ja, genau. Achso. Ich bin im Achso. Kreis gelaufen. Das war auch schön. Also, wir gehen mal. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Wie viel Meter macht man denn in diesen 3 Minuten? Wie viel hast du gemacht? Ich habe 628, aber ich habe bloß 2,5 Minuten gemacht und bin entspannt okay. gefahren, also so 700, denke ich, 700, 800. Okay, ich habe auch 700. Ich wusste nicht, wie schnell man ist. Okay. Gut. Ja, ich habe jetzt aber nicht viel Gas gegeben. Okay, wir gehen mal in die hohe Planke und drehen 20 Mal den Arm nach oben und drehen den Oberkörper schön mit. Also eine schöne Rotation reinkriegen. Sag mal, ist denn bei uns damals, wo wir am Hochgern waren, auf dem Parkplatz unten, könnt ihr euch erinnern? Ja. Ist denn nicht von uns jemand auf die Fresse geflogen? Unten am Parkplatz? Nee. Weil nicht, dass ich wusste. Mich hat es gestern da geschmissen und dann dachte ich irgendwie, das ist doch uns auch passiert. Okay, wir machen nochmal. Nee, halt. Was haben wir jetzt? Band Stretch. Wir brauchen jetzt ein Gummiband. Mitteldick. Wo sind meine Bänder? So, wir steigen in das Gummiband rein. Greifen das Band. Als wenn wir eine Langhantel greifen, aber relativ unten, so mit dem Schienbein und gehen hier in einen Masse-Clean. Und machen mal 10 Masse-Cleans. Die dürfen ruhig relativ anstrengend sein. Ellbogen oben hin, durchschieben durch das Band. Clean, wenn wir sind im Clean. Ja, ja, genau. Ich weiß, aber das geht gerade noch nicht mit der Schulter. Ich muss gerade irgendwie mal gerade eine andere Übung machen, bevor. Und wenn ihr den 10. gemacht habt, dann bleibt ihr bitte oben. Und wir gehen in 10 Strict Press im Wechsel vorne und hinten. Irgendwo sind Hintergrundgeräusche. Das ist Susi. Achso. Die singt ab und zu mal. Okay. Aber das ist, als wenn einer mit einer Trompete neben dem Mikro steht, oder? Ja, genau. Okay, dann das Band weg, wenn ihr fertig seid. Ich kann ja so lange mal schon ausmachen. Ja, bitte. Ich blende auch in der Zeit mal das Workout ein. Wir gehen jetzt noch nicht ans Eisen. Jetzt in der ersten, nächsten Warm-up-Runde gehen wir ans Eisen. Also sprich, jetzt machen wir nochmal Mobility und dann gehen wir ans Eisen. Und dann erkläre ich auch, wie die Tee aussieht. Wenn der Lunge, Knie ganz hoch zur Brust, Ausfallschritt und ganz weit aufdrehen. In den Halbmond 8 Mal. Also 4 pro Bein.
Ich habe übrigens auch Rücken von gestern, Susanne. Dann passt das ganz gut bei uns beiden. Was war denn gestern? Durch den Schneewarten und Hochgang. Ich glaube, ich habe noch einen. Und ich musste, es war so steil dann teilweise, ich musste dann echt, wie man das so sieht aus dem Film am Mount Everest, wo die so einen Schritt nach dem anderen in den Schnee so reinhauen, damit die fest sind. So kam ich mir vor. Okay. Langhantel, leere Langhantel. Jetzt gehen wir schon mal den DT durch. Und wir fangen mit 12 Deadlifts an. 12 mal Kreuzheben. Elf. 12. Wenn wir 12 haben, machen wir 9 Hang Power Clean. Und 6 Push Press. Wir können nachher auch Push Jerk machen, aber jetzt nur die Push Press. Und dann Gewicht auflegen. Moderat natürlich. Für die nächste Warm-up-Runde. Ich mache jetzt mal 35 drauf. So, haben alle Gewicht drauf? Dann gehen wir noch in 10 wunderschöne Hindu-Push-Ups rein. Wenn wir 10 haben, halten wir unser Gummiband nochmal. Und wir greifen es erstmal einfach, je nach Stärke von eurem Gummiband, und ziehen es 15 Mal zur Brust. Ah, schön. Relativ große Amplitude, nicht so klein. Dann kurz lockern, dann greifen wir es doppelt und enger, gehen über den Kopf und ziehen 15 Mal noch in den Nacken. Vielen Dank.
Und dann steigen wir nochmal rein, nehmen das Band zur Schulter und machen noch 10 Bände Shavasana als Abschluss. Nochmal ganz Körper. Was für Kilo habt ihr vom Band? Also wie viel Kilo ist euer Band? Keine Ahnung. Ich habe ein schwarzes, ich weiß nicht. Die sind ja alle unterschiedlich. Da musst du denselben Hersteller erwischen, dann weißt du es. Bei mir steht jetzt 15 Kilo. Das ist noch no name. Ja, bei mir steht auch gar nichts drauf. Nö, mir auch nicht. Okay. Dann kurz durchatmen, wieder ins Eisen gehen. Und wir machen mit dem Gewicht, was wir jetzt haben. Ihr solltet jetzt mal mindestens 25 haben. Ich habe 35, mal eine Runde DT. 12 Deadlift, 9 Hang Power Clean und 6 Push Jerks. Ah, besser. Ah, das war schön. So, Herrlich. bevor wir jetzt unsere finalen Gewichte suchen, kommen wir kurz zu Atem. Dann machen wir unseren Franzi-Test. Meine Taktik wäre gewesen beim Rudern, dass wir nach jedem Satz, meinetwegen ich 10, Susi 10, ich 10, Susi 10, aber immer auf Null stellen. Dass wir nicht einfach hochlaufen lassen, weil dann wäre es Franzi gegenüber unfair, weil die kann ja auch nicht einfach hochlaufen lassen, weil dann gewinnen wir über die ganzen Kalorien eine ganze Menge an Kalorien dazu. Deswegen immer wieder die Rudergeräte auf Null stellen, nach eurem Satz. Und wir machen jetzt mal, Susi, Svenja, jeder, der ein Rudergerät zur Verfügung hat, 10 schnelle Kalorien. Steck erst mal um, Svenja, steck erst mal um. Kein Stress. Ich habe umgesteckt. Ach so. Das täuscht so. Das sieht so aus, wenn die so schräg liegt. Und Franzi macht mal 10 Burpee-Tuck-Jumps. Okay, und dann gucken wir mal, wie sich das ausgeht. Ich rechne für die 10 so, ja, so, keine Ahnung, 35 Sekunden. Und dann Wie gucken wir stellt man mal. das auf Kalorien um? Entschuldigung. Bei Units. Einheiten oder ich weiß nicht, Units steht bei mir. Und da Ah drückst du ja. drauf. Ja. Hast du es? Ja. Wie viele Meter sind? Ah, nee. Nee, da muss dann Kalorien Ah, stehen. Das ich muss dann... hab's, ich hab's, ich hab's. Genau. Okay, ich lasse die Uhr mal Ja, mitlaufen. warte, 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 warte. Ich muss erstmal hier Ja. mich platzieren und dann hier einmal aufgucken, was hier angestellt ist. Hier sind eh Ich Kalorien. mache den Sehr gut. Counter mal 15, dann habe ich ein bisschen Zeit zum Rudergerät zu kommen. Ah. Bist Ich du bin jetzt soweit, Sven? einschalten. Ich bin ready. Okay, dann 15 Sekunden. Dass man losgeht. 3, 2, 1 und los.
Fertig. Warum? Ja, ich auch. 36. Ja. 7. Also ich war bei 31, ihr wart so bei 35, 36, 37, Franz war bei 39. Und das war noch schnell das Tempo. Also Ja, das halten wir ja alle nicht durch. Also, wir wollen uns, ist halt die Frage, wie wir das taktisch angehen, ob 10er-Sätze gut sind, ob 30 Sekunden ausreichen oder ob wir sagen 20er-Sätze. Glaube ich aber, wird bei dir zu viel, Franzi, weißt du? Franzi, da schießt du dich ab, dann reicht eine Minute Pause nicht mehr aus für dich, weißt du? Ich kann es schwer einschätzen. Oder wir machen eine andere Übung. Machen wir einen Vorschlag. Half Burpees, Boxsteps. Das sind die Tuck-Jumps, die Luft fliegen, die Burpees ja nicht. Oder nur Burpees? Wir machen nur Burpees, okay? Wir machen nur Burpees. Ich glaube, dann kommt das besser hin, Franzi. Okay. Okay. So, dann geht jeder nochmal an seine Stange und bereitet sich mal auf sein Wettkampfgewicht vor. Ich hätte jetzt gedacht, dass das AX-Gewicht 32,5 für die Damen und 42,5 für die Herren ist. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nicht zu wenig ist. Zu viel. Ja, zu viel auf keinen Fall. Na. Ich würde es nämlich so einteilen, dass jeder eine Übung fertig machen muss. Er muss aber nicht eine Runde fertig machen, Ach weil so, im ersten. das steht ja unten. Ach so, Ja, hat er eben gesagt. genau. Das habe ich nämlich heute Nacht in meinem Albtraum überlegt. Dann dachte ich, eine Runde ist vielleicht manchmal zu viel, dass wir vielleicht erstmal eine Übung fertig machen müssen. Ich mache Deadlift, Susi macht die Hang Cleans, ich mache die Jerks. Dann mach ich die Deadlifts und so weiter. So kann man das gut durchmischen. Aber jetzt erstmal Gewichte suchen. Sind das eigentlich pro Runde, wenn ich ehrlich sein soll, besser? Also eine Wie ganze lange? Runde zu machen. Ja. Aber dann nicht mit Warum? 35 Kilo. Das denn hinter dir? Okay. Ja, das kannst du ja machen. Es schließt ja nicht aus, dass du es machen darfst. Bloß ich will die Option offen halten, dass ihr auch während, also nach einer Übung wechseln könnt. Also 35, das schaffe ich nicht. Also das schaffe ich, glaube ich, nicht. Das startet jetzt. So, ganz kurz in der Musikpause. Ich mache RX. Ich nehme das dankend an, dass jeder nur eins macht, weil es ist ungerade, da kommt jeder zum Zug, Jochen. Okay? Oh Also ich Mensch. arbeite schwer. Daniel, du willst ganze Runden machen? Moment. So, Daniel? was? Bitte? Du möchtest ganze Runden machen? Ja, aber nicht mal 35 Kilo. Also das ist jetzt halt. Nein, mach doch 32,5. Dann bleiben wir bei AX 32,5. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr mit ganzen Runden anfangt und dann runtergeht. Ihr dürft nur nicht in der Übung wechseln. Aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Na, ihr seid da lange mit Profis. Das sind echt luftige Dinge.
8 Runden. Das heißt, jeder macht doch nur 4 Runden, die Ziel. Ach nee, Ja, korrekt. Korrekt. achtmal. Ach so. Nee, jetzt habe ich. Okay. Was denn? Wir müssen 8 mal 4 Runden machen. Jeder. Was? Hm? Oder? Jeder macht Oder 4 was? Runden DT, ganz einfach. So wie ihr Insgesamt beide. 4 Runden jeder, genau. Ja, Also ich genau. wäre aber Genau. dankbar fürs. Ich meine, du kannst auch mehr machen, Svenja. Also ich wäre dankbar zu wechseln nach den Übungen. Genau. Ich Switchen. bin da Also du echt zu schlecht drin in Langhanteln. Es sind 37 Wiederholungen pro Runde. Und dadurch, dass er, weil normal die T sind 5 Runden, machst du alleine und du musst so schnell wie möglich die 5 Runden schaffen. Und da brauchst du, deswegen habe ich ein bisschen gerechnet, da brauchst du, wenn du gut bist, ich sag mal 10 Minuten, ja, grob, aber mit ansprechendem Gewicht. Und so habe ich gerechnet, wir brauchen ungefähr 1 Minute bis 1 Minute 30. Wenn du schnell bist, brauchst du 1 Minute für eine Runde DT. Und wenn du ein bisschen langsamer bist, 1,30. Und so hast du 1 Minute bis 1 Minute 30 Pause, wenn der andere dann dran ist. Deswegen bin ich drauf gekommen, eine ganze Runde voll zu machen. Okay, das war meine Logik dahinter. Wenn ihr aber sagt, okay, ich bin jetzt so satt, ich kann nicht mehr, ich mache jetzt nur noch die Deadlifts und dann muss Susi das andere machen und ich das, ist es ja auch egal, weil man macht ja eh immer eine andere Übung bei 3 Übungen. Es geht sicher gut aus. Also lassen wir das offen, okay, Svenja? Da stimmt ihr euch beide ab. Ja, finde ich irgendwie blöd, aber gut. Warum? Weil du unter Druck stehst von Svenja, oder was meinst du? Stopp. Boah, Zum also ich glaube, dass ich einfach dass ich Ja, da Moment irgendwie mal, jetzt will ich überhaupt. erst mal verstehen, was Franzi jetzt zu mosern hat. Was ist denn das Problem, Franzi? Was findest du blöd? Nein, ich finde es schade, wenn wir uns nicht einig werden von vornherein. Also ich bin nicht dazu fähig, das durchzuziehen mit einer Runde, glaube ich. Und Doch, bist wer du. Also will denn ich. durchziehen in einer Runde? Jochen und Svenja, da machen die zusammen und wir machen Franzi. Punkt. Wenn ihr das so wollt. Also ich würde Quatsch, auch ganz gern die Quatsch. Variante von Franzi machen. Finde ich Quatsch. cool. Also Svenja, Susi, wir bleiben zusammen und wann habe ich Ja. gesagt, ich will eine ganze Runde machen? Ich habe nur gesagt, was ich mir überlegt habe und dann Die habe ich ja das Optionen. Fenster offen gelassen. So, und Ja, wenn du jetzt okay. sagst, nee, du machst, dir ist das auf Übungen lieber, dann mache ich das auf Übungen. Mir ist es so egal. Sehr gut. Ich bin da entspannt, Komm, also. Svenja. Dann kannst du schwer arbeiten. Weil Svenja, du kannst doch, es ist doch eh jede Übung dran, du verlierst doch nichts, ja? Aber dann kannst du auch schwere Gewichte nehmen, wenn du es möchtest. Wir dürfen halt nur beim Zählen nicht durcheinander kommen. Das ist natürlich Ja, genau das ist nämlich mein Problem. bei Dass ganzen ich, Übungen, bei ganzen glaube ich, Runden ist das einfacher. hier den Überblick verliere. Also Franzi, wenn du, Das kriegen wir hin. ich bin irgendwann raus. Wenn du So, das jetzt Zählen einig euch. übernehmen willst, Jetzt, jetzt. dann machen wir Also, jetzt gerne Machtwort, Übung bevor wir für hier noch Übung. ewig rumdödeln. Wir machen jetzt Übungen. 20, Franzi zählt bei Franzi und Svenja. Und Susi und Jochen zählen zur Sicherheit beide bei Ja. uns beiden, okay? Sicherer. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Der die Push-Ups gemacht hat, macht einen Strich. Genau, der immer, der den Push-Jerk gemacht hat, macht einen Strich. Und wenn wir beide 4 Stiche haben, dann ist vorbei. Genau. Ich kann sehen, ist kein Problem. Sehen kann. Gut. So, dann noch mal ein Wort zum Sonntag zum Rudern. Ihr habt dann nach den 8 Runden die T 200 Kalorien zu rudern, beziehungsweise Burpees zu machen. Wir bleiben bei normalen Burpees, Franzi, einverstanden? Also keine Broadjumps. Nee. Nee, das dauert zu lange. Normale Okay. Burpees, da bist du eh gut drin. Und mein Vorschlag, Susi, 15. Ja. Ja. 15 du, 15 ich und so weiter und immer wieder auf Null stellen, auch für Svenja und Manu immer wieder auf Null stellen. Ich verfolge dich, Jochen. Da musst du aber dann zählen. Ja, das ist, wir sagen ja an, wenn du 15 gemacht hast, dann sage ich 30. Wenn 30, du ja 15 genau. gesagt hast, Ja, sagst ja, ja, du ja, ja. 45. Ja, Ja? genau.
Und so können wir uns das eigentlich, können wir nie durcheinander kommen. Genau. Okay, dann halten wir jetzt die Guschen. Susi und Jochen sind abgestimmt und der Rest darf sich auch noch abstimmen. Keiner redet. Sven überlegt gerade, sie ist ja am. Oder zerqualmt am rechten Ohr. Ja, total. Ich hab gerade schon wieder den Überblick verloren. Boah, Leute, kann ich noch mal aufs Klo? Ja, dann geht ja, wir haben noch keinen Überblick. Was fehlt dir denn, Sven? Weil Jochen jetzt gerade. Also wir machen noch 8 Runden und in diesen 8 Runden rudern wir jeweils 200 Kalorien. Nein, das Rudern kommt jetzt zum Schluss. Das Rudern kommt zum Schluss. Ich bin völlig raus jetzt. Also, wir machen 8 Runden DT. Also ich fange an, keine Ahnung, ich fange jetzt an mit 12 Deadlifts, dann machst du 9 Hang Power Clean, dann mache ich 6 Push-Jerk und mach danach einen Strich. Dann haben wir eine Runde DT getan. Erledigt. Das machen wir 8 Runden lang im Wechsel von den Übungen. Und danach gehst du aufs Rudergerät. Und ich mache Burpees. Mhm. Wenn das erledigt ist mit 200 Kalorien oder ja, insgesamt 200 Wiederholungen, gehen wir in 4 Runden DT. Dann machen wir das Gleiche von vorne. Ja, gut. Du? Dann... Ich hätte ein ganz anderes Workout gemacht. Naja, wir machen das, was da steht. Svenja, ganz einfach. Und danach, genau, die 4 Runden DT dann nur noch, wo wir uns wieder abwechseln mit den Übungen. Und dann gehen wir in 100 Kalorien rudern oder Burpees. Bis wir bei 100 sind. Danke, Franzi, jetzt habe ich es auch kapiert. Und dann ist vorbei. Wir sind tot. 40 Minuten sind rum. Oder was auch immer. Bin da. Und hier. Das heißt, wir machen das, was ich dir am Telefon gesagt habe, Svenja, du kannst auf dem Rudergerät dann erstmal bleiben hinten. Aber immer, wenn du Pause hast und Franzi macht ihre Burpees, setzt du das Rudergerät auf 0. Ja, 12 Deadlifts, 9 Hang Power Clean. Ja, das 6. ist klar. Das ist klar. So, und dann 200, dann nach 8 Runden 200 Kalorien rudern. Das ist die Frage, wie viele du machen möchtest. Wie viele Burpees schaffst du denn? Ich schaffe 200 Burpees. Das dauert nur. Wow. Nein, ich meine, ja, ist die Frage. Also vorhin waren es irgendwie mit Tuck-Jumps, habe ich auch. Also wie viele Burpees schaffe ich? Ich glaube, ich habe nach 20 in einer Minute ungefähr. Dann machen wir 20er. Oder was? 20er Wechsel? Okay. Ja? Okay. Jochen? Mhm. Ihr wechselt auch oder zieht ihr es jetzt durch? Das habe ich jetzt nicht kapiert, dann würde ich dich jetzt... Nee, wir wechseln auch. Okay, dann verfolge ich dich einfach vom Rhythmus. Ich sehe dich besser irgendwie. Okay. Ja, nur die Frage, wer anfängt, Svenja. Und nimm auch schwer, Jochen. Ich fange an. Hast du 35, Susi? Was? Schwer, immer gut. Hast du 35, Susi? Nein, ich habe 42,5. Moment, was hast du? 32,5. 42,5. 42,5. Ich habe RX. RX habe ich drauf. Ja, das ist ja, Männer-RX. Was machst du denn? Ach so. Jetzt sind alle ach, durcheinander. Scheiße. Mein ja, Gott, warte. Was ist denn heute los? Habt ihr alles schlecht geschickt drauf? Oder was ist los? Ja, echt, ey. So. Mach 35 drauf. Susi, ja, mach 35 drauf. Ja. Und dann ist gut. Ich mach 45. Genau. Ach, Scheiße. Okay. Ich dachte auch, ich höre nicht richtig. Nee, da habe ich mich jetzt. Also dann kriege ich ja Minderwertigkeitskomplexe, wenn das so weitergeht hier bei euch. Mit dem Gewicht. Nee, ich habe, was soll ich stehe auf dem Schlauch. Okay. 35. So, Susi, wer fängt an mit Deadlift? Soll ich anfangen? Mach an. Ja, genau, mach an. Gut, dann fange ich an. Du siehst mich, Susi? Ja, vielleicht kriege ich dich noch ein bisschen größer hin. Ja. Okay, ich mache einen Blick an. Können wir noch mal ganz kurz testen. Passt das so für euch? Ja.
Nicht zu laut, nicht zu leise. Okay. Gut, Ladies, dann drücke ich die Daumen, dass wir es jetzt haben. Viel Spaß! Haut's rein. Ja. Und in 10 Sekunden geht's los. Ich starte mit den Deadlifts, Susanne. Ja. Drei, zwei, eins und. Zehn. Zehn. Elf. Elf. Wechsel. 20. Jochen im Gleichtag. Das hätten wir das doch mal gemacht. Jochen! Nein, Svenja. Vier, fünf, sechs. Vier, fünf, 20. Zehn, elf. Neun, elf und zwölf. Und wechsel. Sieben, acht, 20. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Ah. Elf. Zwölf. Zehn. Elf. Zwei Runden haben wir so. 20. Dritte Runde geschafft. Fünf. 20. Ah. Oh, ich habe nichts gehört. Was? Elf. Bitte eher anfangen. Und 12 sind ja. Ach, scheiße. Boah. 7. Wechsel. 7. 20. Wir sind alle in der fünften. Mann! Neun. Vier. Fünf. Sechs. Sechste Runde. Neun. Elf.
go. Ja, ich bin dabei. Ich hab's kapiert. Das ist letzte Runde. Ja. Ja. 11. 7. 8. Wechsel. Ich fange an zu rudern dann. Sieben. Sechs. Ja, 20. Jetzt geht's zum Rudern. Sechs, fertig, wenn ja, hast du Bescheid? Ich seh dich noch nicht. Ich bin ja beim Rudern. Ist das schon? Nein, noch nicht. Dann fange ich an. Soll ich anfangen? Ja, fang an. Fang an. Fang an. Du die noch nicht, dann wechsel dich. Okay, okay. Drei. Noch fünf. Ja, bin bereit. Vier. So. Wechsel. 15. Ja. Ah. Denk dran, auf 0 zu stellen. Ah. Ja. Ich bin bei 15, Sanja. 15 hast du? 16. Gut. 17. 18. Ja. 19. Ja. Und los. Okay. 20. Jo. 30. Los. Sehr gut. Oh Gott! Oh, Moment, Luft! Hi. Oh. Zwei. Und 45. Ja.
38, 9, 20. Zehn Minuten sind um. Immer auf Null stellen, nicht vergessen. Richtig. Okay. 2, 1, 75. Du gehst jetzt auf die 100, Susi. Ja. Oh, immer so 50 Sekunden. Ah. Oh, yeah. Du hast 15 gemacht, gell? Nein, ja, 90 habe ich. 19, ja, 15 habe ich nur gemacht. 20. Okay. Ach, du bist bei 90, genau. 90, der war. Ja, genau. Ich hab jetzt auch richtig. Noch 5. Geil. 105 haben wir. Halbzeit jetzt. Oh, ist das geil. Neun, 20. Okay.
120. Ah. 15 Minuten sind um. Jochen? Was? Steht mein Laptop noch? Ja. Gut. Ja. Alles gut. Ah. Kalorien immer, oder? Ja. Weil ihr so schnell seid. Oh. Ja, ich brauche ungefähr 45 Sekunden. Oh. Ich will länger. Mein Kopf braucht. Wir haben jetzt zum Schluss noch 20. Die mache ich dann fertig, Susi. Sehr gut. 9. 10 vorgeschlagen, los! Komm! Los! Hast du 180, 20. Ja? 20. Ja! Los! Okay, dann mach ich 20. Na, 16. Na? Ja. Noch 5. Ja. 3. 2. 1. Wechsel. Ja. Achtung, kleine Planänderung. Wir machen aus 4 DT 6 DT. Oh, und in den letzten 20. Wir machen 6 Runden DT. Alle gehört? Ja. Gut. 6 Runden. Komm jetzt. Los, Jochen, los. Ja, los. Zurückgehst, ne? Ja. Jetzt nochmal. Fang dann an, wenn du zurückgehst zu rennen. Ja. Danke. Dann mache ich. Ich fange hier den Dienst an. Sechs Jochen! Okay. Sehr klar. Ja. Zehn,
Quartier, Franzi. Okay, Susi, dritte Runde. Kampf am Arsch. Ich bin ja auch gefangen. Du bist ein Rudern, wenn ich fertig bin. Nein. Okay. Also ich muss jetzt rudern, ne? Okay. Wenn ich sage. Und los. Ach, okay. Das stimmt, oder? Ach, ja, du hast recht. Ich war bei mir lange. Ich verstehe die Franzi nicht. Vier. Ja. Und sechs. Letzte Runde. Ja. Oh.
10. So, 20. So, noch ein Hoch. 15. Okay. 8. 9. 30. Oh Gott. Ah. Ja. Entschuldigung, 100 bleiben, ja? Ja, 100 bleiben. 19. 20. Ja, 40. 20 zum Schluss für uns. Wo bist du, Susi? Warte. Da kommt sie. Okay, Wechsel. Du bist fertig. Jetzt ist fertig. Du guckst dann auf die Uhr, Susi, bitte. Okay. Das stoppt dann. 9. Ja. Oh, Edge was failed. Why? Why? Stop. Okay. Stop. Ah.
Franzi. Die letzte Runde. Ja. Machen wir 10, okay? 10. Jetzt aufgefallen. Jetzt aufgefallen. Oder? Können wir machen. Wir machen 10. Gut. Komm, Mädels, 16. Boah. Ich bin. Irgendwie 29,30, oder? 29, 28. Ja, ganz genau. 19. 20. 80. Jetzt nur 10. Oh Gott. Oh ja. Mein Popo. Komm. Komm, die letzten 10 ist bei mir. Komm, Vollgas. Franzi, du bist durch, ja? Ja. Okay. Komm, Svenja, 30 Sekunden. Weiter, komm. Sieh mal, 1500 Kalorien will ich sehen. Sehr gut. Weil zwischendurch war es mir mal nicht so gut. Du bist doch stumm, Manu, falls du mit uns redest. Achso, die macht irgendwas anderes. Also 31,26 für Franz Sven. Und ihr habt beide 35 genommen? Nee. Nein, 32,5. So wie du gesagt hast. Ah ja, okay. Ja, dann habt ihr AX. Susi hat AX Plus und ich habe AX Plus. Also im Endeffekt, glaube ich, hätten wir 2 Runden draus machen können auf 8-200 zweimal, gell? Wäre auch noch interessant geworden. Zweimal 8 Runden. Okay. Ja, genau, dass man einfach die 8 DT, 200 Kalorien zweimal macht, weißt du? 2 Runden. Aber ich habe das gemerkt, wir waren so schnell mit den 200 fertig, alle. Man dachte, okay, das geht viel zu schnell. Oh, Leute. Oh. Also mal so ein neues Workout auf schwer zu kalkulieren. Und ich habe ja auch auf ganze Runden kalkuliert, dann wäre es auch ein bisschen länger gegangen bei DT. Aber gut, beim nächsten Mal machen wir 2 Runden drauf. Wir haben eine halbe Stunde durchgeblockert, schon gut. Ja. Nach meiner Kalkulation werden wir jetzt ja noch nicht fertig. Nach was? Nach meiner Kalkulation. Wenn du jetzt die ganze Runde gemacht hättest, oder was meinst du? Nein, ich war ja davon ausgegangen, dass wir 8 Runden, 200 Kalorien, 4 Runden DT und 100 Kalorien rudern. Dann wären wir jetzt noch nicht durch. Ja, ich habe es nicht verstanden, was du meinst, weil da steht 8 mal DT und 200 Kalorien. Ja, ich habe das DT hinter den 8 einfach nicht gesehen. Ach so, okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ja, das ist eine nicht unwesentliche Information, das stimmt schon. Ja. Mhm. Okay. Ich muss raus. Es war schön. Ja, ciao Manu. Es war schön mit euch. Das heißt, du wolltest 1600 Kalorien machen, wenn ich das richtig rechne. Svenja. Nee, schon die 200. Schon die 200. Aber eben 8-mal das Ganze. Also 8 Runden, 200 Kalorien rudern. Ja, das ist 1600. Ja, es wären 1600 gewesen, plus die, plus 800 nochmal dazu, 2400 Kalorien. Oh, Leute. Das wäre lustig geworden.
Da hätten wir heute Nee, Mittag essen also absagen einmal müssen. ein, nur die 200 Kalorien. Ja, es wären Also 1600. nicht. Ja. Plus die 100 wären 1700. Aber der Stimulus ist nicht passend, das ist blöd. Welcher? Mit dem Burpees. Was meinst du? Der ist zu lasch. Ist ja kein Vergleich zum Rudern. Nur mal so im Oh. Hinterkopf. Ja, also ich habe immer, ich weiß nicht, wie viel habt ihr gemacht? 10 immer oder wie viel? 20. 20. Nee, 20. 20. Wie lange hast du immer gebraucht? Habe mich auf die Uhr geguckt, ja, und knapp eine Minute höchstens. Weil ich habe für 15 Kalorien im Schnitt 45 Sekunden gebraucht. Das heißt, aber ich glaube, ich wäre auch so eine gute Minute rausgekommen bei 20. Aber dann bin ich auch echt richtig platt. Ja, dann bin ich durch. Aber durch die lange Pause schafft man es schon, dann auch voll wieder anzugreifen. Ich habe immer so 1500 Kalorien gerudert. Auf 100 Kalorien. 1500 Watt, glaube ich, sind das. Ja. Irgend sowas, ja. Naja, ist halt schwierig, aber ich liege dir ja schon seit 4 Jahren im Ohr, brauchst ein Rudergerät. Weil das passt Nicht da ein Lottogewinner. hervorragend da hinten. Ja, komm. Das könnt ihr euch ja wohl leisten, ohne Kinder, bitte. Das kriegt ihr schon hin. Aber dahinter, hinter die Tür wäre ein hervorragender Platz, so wie die Sandra das immer macht. Schnell auseinander und wieder zusammen. Ist das relativ klein. Würde mir eher ein Skiergometer holen. Das ist auch Oh, cool. egal, mach das. Das wäre auch ganz cool. Ja. Und Aber Ski ist halt wärst nur du sehr. Oberkörper, ja, und Ja. Rudern ist halt Ganzkörper. Kommt drauf an, wie man es macht. Hä? Wie? Ja, wie weit du in die Knie halt gehst. Ne? Waren gestern Genau. beim High Rocks, da waren auch die unterschiedlichsten Techniken zu beobachten. Svenja, das heißt Hyrox. Hyrox. Welchen Platz hat deine Freundin gemacht? Keine Ahnung. Sie war Aber dabei. sie hat, ja, die war da, sie war dabei. Sie hat leider nicht ihr Ziel leider komplett verfehlt. Wie Zehn lange hat sie Minuten, gebraucht? 1 Stunde 40. Und sie wollte 1,20, in 1,20 wollte sie fertig sein. 10 Minuten schlechter als letztes Jahr. Letztes Jahr hat sie 1,30 gebraucht. Und dieses Jahr hat sie dafür so extrem trainiert. Fünfmal die Woche, für nur dieses High Rock.